Hallo allerseits. Die Preußen, 1902 bis 1910, war ein deutsches Fünfmastvollschiff der Reederei F. Fleiß. Sie gilt als das bekannteste Schiff, das nach dem Königreich Preußen benannt wurde. Die Schreibweise des auf dem Schiffsrumpf aufgetragenen Namens war in Kapitalschrift mit Preußen ausgeführt. Die Preußen wurden 1902 auf der Werft der J.C. Decklenburg AG in Geestemünde, Bremerhaven, aus hochwertigem Siemens-Martin-Stahl gebaut. Es war zudem der größte und schnellste Flying B-Liner der Reederei Leis, schneller selbst als die Fünfmast-Bark Potosi, die sie im Südatlantik auf der Heimreise bei der einzigen verbrieften Begegnung von RA-5-Mastern auf hoher See 1906 überholte. Die Rumpfkonstruktion entsprach dem Dreiinselschiffstyp, dem von F. Leis bevorzugten Schiffstyp bei allen 4- und 5-Mast-Rasseglern. Alle Masten und Spieren mit Ausnahme der Besangaffel waren aus Stahlrohr gefertigt. Die Preußen fuhr als Fünfmastvollschiff ein modernes Standardrig mit doppelten Mars- und Bramrein- und Rollsegeln, also 30 Rasseglern in 6 Stockwerken an allen 5 Masten. Dazu hatte sie Jarvis-Brass-Finden an allen Masten, des Weiteren andere mechanische Hilfsmittel zur Unterstützung der Arbeit an Deck. Die Preußen war wegen ihrer ausgezeichneten Segeleigenschaften problemlos zu manövrieren, auch wenn bei Windstärke 8 und mehr wegen des Drucks auf die Ruderanlage 2 bis 4 Mann das 2 Meter hohe Doppelruderrad halten mussten. Selbst bei Windstärken 9 konnte sie noch wenden. Bereits bei Windstärke 1 nahm die Preußen je nach Kurs zum Wind bis zu 4 Knoten Fahrt auf. Schiffsdaten. Konstruktion, Stahlrumpf als Dreiinselschiff, Masten, Untermasten und Mastchen gen ein Stück, mit Bramstänge, Spieren aus Stahl. Rig, Standardrig 5-Mast-Vollschiff, doppelten Mars und Bramran, Royals in 6 Stockwerken an allen Masten, kleiner Besan am Kreuzmast an Gaffel, Holz. Anzahl der Decks, 2 durchgehende Stahldecks, partielles Deck, Stahlholz, als Brückendeck, dazu Bug und Bug, oberstes Deck mit Tickholz. Mastfolge, Fock, Groß, Mittel, Achterhaupt, und Kreuzmast, Standardbenennung, Fock, Groß, Mittel, Leis und Kreuzmast. Jungfernfahrt, 31. Juli 1902 nach Iquique, Chile, in die NST-Stellung. Konstrukteur, Georg Wilhelm Clausen. Unterscheidungssignal, RMPT. Masthöhe, 68 Meter, Kielflaggenknopf, 58 Meter, Deckflaggenknopf. Länge Großra, 32 Meter, Royalra, 16 Meter. Hilfsantrieb, keine Hilfsmaschinen, Dampfwinden zum Heißen von Rahn, Segeln, Ladung. Erster Kapitän, Boje Richard Petersen, 1902 bis 1909, 11 Rundreisen, 1 Weltreise. Weiterer Kapitän, Hinrich Nissen, 1909 bis 1910, 2 Rundreisen plus letzte Fahrt. Bestes Etmal, 395 Seemeilen, 12. März 1910, Ärmelkanal, mit Ballast. Besonderheiten, Passagier-Doppelkabine, 4-Bett-Hospital, Jarvis Brasswinden. Reisen. Zu ihrer Zeit hielten britische Seeleute sie für den schnellsten Segler, hierfür sprachen die nie von einem anderen Segler eingestellte Rekordreise nach Iquique in 57 Tagen 1903. Als höchster Etmaler erreichte das Schiff 392 Seemeilen, vollbeladen, und 426 Seemeilen. Dies ermöglichte 2 komplette Rundreisen nach Chile im Jahr. Am 12. März 1910 segelte sie im englischen Kanal auf der 12 bis 16 Uhr Wache die Distanz von 135 Kilometern, das entspricht 18,25 km und bedeutet, dass sie zeitweise über 20 Knoten gelaufen sein musste. Auf ihre Weltreise im Jahre 1908, mit Petroleum von New York nach Japan, nahm Kapitän Petersen Kurs auf das Kap der Guten Hoffnung. Östlich davon nahm sie die Route durch die 40er und 50er Breitengrade mit zuverlässigen Westwinden. Vom 11. Juli bis 6. August 1908 legte sie in 27 Tagen 6.944 Seemeilen zurück. Das entspricht einem Durchschnitt von 10,72 km oder 19,7 km pro Stunde. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Konstruktion verdiente das Schiff trotz der überwiegenden Ballastfahrten nach Chile Geld, FL war auch Eigner der Salpeterladungen, die dann entsprechend verkauft wurden. Die für ihre schnelle Fahrten berühmte englische Cutty Sark transportierte ca. 1700 Tonnen mit 35 Mann,
die Preußen dagegen 7874 Tonnen mit 45 bis 49 Mann. Die seltene Auslastung der Schiffskapazität bei der Ausreise lag vor allem am mangelnden Ladungsaufkommen für Segler nach Chile aufgrund der Dampferkonkurrenz. Selbst kleinere Segler hatten in dieser Zeit aufgrund des Niedergangs der Segelschifffahrt oft keine Ladung erhalten. Unter den Kapitänen Boje Richard Petersen und Joachim Hans-Hinrich Nissen machte die Preußen dann insgesamt 13 Reisen, 12 nach Chile und 1908 eine über New York nach Yokohama, Chile und zurück nach Europa. Die Preußen kollidierte am 6. November 1910 im Ärmelkanal mit dem britischen Dampfer Brighton, der vorschriftswidrig vor dem Bug des Seglers kreuzte. Als man sie mit drei Schleppern in den Hafen von Dover bringen wollte, brachen die Trossen wegen aufkommenden Sturms, und die Preußen strandete nach dem vergeblichen Versuch der Besatzung, sie selbstständig freizusegeln, auf den Klippen vor dem rettenden Hafen. Es gelang nicht einmal mit 12 Schleppern, das Vollschiff zu befreien. Die wertvolle Ladung, unter anderem Klaviere, wurde später geborgen. Im Juni 1911 hoffte man noch, das Schiff retten zu können. Das Wrack verfiel mit der Zeit. Bei der anschließenden Untersuchung des Unglücks durch das Seeamt Hamburg wurde Kapitän Hemmings von der Breiten die alleinige Schuld zugesprochen. Er erschoss sich später in einer Londoner Bar. F. Leis verlor im Kanal durch Dampferkollisionen 1913 auch die Pangani und die Pitlochry. In allen Fällen kreuzten die Dampfe vorschriftswidrig vor dem Segler oder wichen falsch aus. Die Royal Clipper, ein 5-Mast-EGS 4-Sterne-Luxus-Kreuzfahrtschiff und zurzeit das zweitgrößte RAS-Segelschiff der Welt, wurde 2000 nach dem Vorbild der Preußen gebaut. Vergleich mit anderen ähnlich großen Segelschiffen. Die Preußen war bis zur Inbetriebnahme des Luxuskreuzfahrtschiffes Royal Clipper im Jahr 2000 das einzige je gebaute 5-Mast-Vollschiff und erreichte mit 30 RAS-Segeln auch das Maximum in der Anzahl der Segel. Sie zählt zu den größten Segelschiffen der Schifffahrtsgeschichte überhaupt. Größer waren nach der Tonnage lediglich die französische 5-Mast Barque France 2, welche anfänglich mit zwei Dieselmotoren ausgerüstet war, die R.C. Rickmers, eine deutsche Auxiliar 5-Mast-Bark der Reederei Rickmers und der stählerne US-amerikanische 7-Mast-Gaffelschoner Thomas W. Lawson, der größte Schoner und das größte Segelschiff der Welt, das nie einen Hilfsantrieb besaß. Die Preußen war aber das größte RAS-Segelschiff der Welt, das nie mit einem Hilfsantrieb ausgerüstet wurde. Des Weiteren war die Preußen das längste reine Segelschiff und das Segelschiff mit der größten Segelfläche, das jemals gebaut wurde. Je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas, peut-être jamais, peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Si je t'aime, si je t'aime.
Danke fürs Zuschauen.